Hallo, grüß euch, servus und herzlich willkommen in Joes Webzone. Heute geht es bei mir um einen mechanischen Akkuträger, um den Groot Mechmod aus dem Hause Coilmaster. Der Groot Mechmod hat im Prinzip seinen Namen von, denke ich mal, halt kann nur so sein, Guardians of the Galaxy, der Groot, der Baum, deshalb Groot Holz. Hat eine Holzoptik, schaut auch echt wie Holz aus. Es hat sich ist auch so ganz rau, so leicht geraut wie eine Rinde, ist aber natürlich kein Holz. Er ist ein Hybrid-Mod, also hat einen Hybrid-Anschluss. Es gibt keinen Adapter dazu für einen normalen 510er-Anschluss. Und er kommt, glaube ich, gleich direkt nach den Krios-Mech-Mods. Wir haben beide einen Magnet-Taster, das ist das gleiche Tasterprinzip. Nur der Krios-Mod hat eben drei so Sleeve-Teile, aber auf drei Teile ist es aufgeteilt. Er hat nur einen Sleeve. Es gibt dann verschiedene Sleeves noch, die zeige ich euch nachher dann noch anhand von Bildern, dass ihr seht, was da dazu gibt. Und ich habe mir einfach gedacht, wir schauen uns kurz in der Detailansicht an. Ich zeige euch den Ganzen genauer, ich zeige euch den Taster mal genauer, dass ihr seht, wie der ausschaut. Und danach sehen wir sich dann wieder und reden wir ein bisschen drüber, dampft man natürlich. Ich schraube dann ein paar verschiedene Verdampfer noch drauf, dass ihr seht, wie das passt, wie das zusammen ausschaut. Auch einen 25 mm Verdampfer. Der was da natürlich etwas drüber steht, aber es ist nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Und ja, fertig. Also mir kann über mechanischen Art oder ja, ach, da fängt schon wieder an. Über einen mechanischen Akkuträger kann man natürlich nicht so viel erzählen. Und ja, was wollte ich euch noch sagen? Ah, genau, bevor ich es vergesse. Es ist mechanisches Dampfen, es ist nichts für Anfänger. Bitte passt da auf, überhaupt noch mit einem Hybridanschluss, da müsst ihr dann schauen, mein Verdampfer, dass der Pluspol, die Pinschraube gescheit drüber steht, dass die nicht eindrückbar ist. Es ist wirklich gefährlich. Ich sag's immer wieder, ihr solltet euch da auskennen mit Akkusicherheit, Ohmsches Gesetz, passt die Wickelung. Ich sag's immer wieder dazu. Bitte, wenn es euch nicht auskennt, lasst da die Finger davon. Es kann echt was schief gehen und echt was passieren. Es ist nicht ohne, ja? Gut, nur das dazu. Ich sag's immer wieder dazu. Ich wiederhole mich nochmal. Gut, dann war's das jetzt mal ganz kurz. Wir sehen uns in der Detailansicht. Ich zeige euch den ganz kurz und danach sehen wir sich dann natürlich wieder. Also, bis gleich in der Detailansicht. Ciao, Baba, tschüss. So, hallo, grüße euch und willkommen in der Detailansicht. So kommt der Groot. Ich finde es schade, ich habe das eben in so einem Holzröhrchen bekommen. Ich hätte das eigentlich auch gerne in dieser Tasche bekommen, was viele andere bekommen haben. Habe ich leider nicht. Ja, schade. Wir haben da nur Groot Kit draufstehen und das war's eigentlich. Das ist so mit so einem Bändchen, wird das zusammengehalten. Er liegt dann innen drinnen eigentlich ganz lieb und schön in so einem Stroh, kann man sagen, so Holzstrohspäne. Schaut eigentlich ganz lieb aus, aber es sind keinerlei Ersatzteile dabei, keine Beschreibung. Gut, Beschreibung braucht man nicht unbedingt bei einem mechanischen Akkuträger, aber es ist nichts dabei. Schade. Gut, schauen wir sich ganz kurz an. Wir haben da oben haben wir unser Coilmaster-Zeichen, Coilmaster-Logo, dann haben wir Coilmaster draufstehen. Da auf der drüberen Seite das gleiche noch einmal. Da ist unser Hybridanschluss mit so einer schönen Verzierung noch. Dann haben wir hier unten haben wir auch noch einmal Coilmaster draufstehen. Und auf der drüben Seite das gleiche noch einmal. Er ist gut verarbeitet, er liegt eigentlich gut in der Hand, man kann nichts sagen dagegen. Er hat 24,8 mm oben, ist 92,5 mm lang und hat ohne Akku ein Gewicht von 177 Gramm. So, schauen wir mal ganz kurz auf. Jetzt habe ich meinen Akku drinnen. Ich habe bei mechanischen Akkuträgern immer einen Akku mit Pluspol nach unten, weil der Akku entgast beim Pluspol raus und wir haben unsere Entgasungslöcher unten im Knopf da eben drinnen. Also wenn die Entgasungslöcher unten sind, habe ich das eigentlich immer am liebsten, dass der Pluspol nach unten ist. Gut, das ist unser Sleeve, den geht eigentlich zack, ganz einfach runter und zack, wieder drauf. So werden die gewechselt. Das ist eigentlich keine Hexerei. Er ist echt toll verarbeitet. Mir gefällt das wirklich gut. Mich interessiert, wie sie das gemacht haben. Also diese Verarbeitung ist echt interessant. Was das jetzt für ein Material ist, weiß ich nicht. Ich will jetzt nichts sagen, sonst sage ich vielleicht was Falsches. Ist das Kupfer, Alu, Metall? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist echt toll verarbeitet. Diese raue Oberfläche schaut echt gut aus. Ich kann euch noch kurz, ich blende euch kurz die anderen Modelle, was da gibt vor ihm ein, von den Sleeves.
Ja, und es ist eigentlich beim Draufgeben ganz einfach. Zack, draufgesteckt und fertig. So, schauen wir sich kurz unser Magnettaster an. Wir haben da diese schwarze Gummierung da. Mensch, Gummi, meine Versprecher. Sollte der Akku ein kleines Spiel haben, kann man das auch dann einstellen, dass man das ein bisschen raus oder reindreht. Kommt, wie halt der Akku von der Größe her ist, wie er halt passt. Da haben wir unsere Entgasungslöcher drinnen. Und wir haben auch darunter gleich den Magneten. Wenn da genug Druck dann beim Entgasen, sollte Entgasen herrscht, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Druck dann den Magneten nach unten drückt, dass der dann da schön heraus entgasen kann. Gut, machen wir mal auf. Im Prinzip, hopp, mein Boot schaut sein, mein Versprechen. Aber ihr kennt es mich ja. Mit dem Daumen nur ein bisschen so drehen, dann geht das heraus. Da sieht man dann die Entgasungslöcher auch besser. Jetzt vorsichtig, jetzt kommt der Magnet eben mit. So, und das ist der Magnettaster. Da kann man dann im Prinzip noch das herausnehmen, wenn man es reinigen soll oder will, kann eben dann passieren, dass das Rußspuren drauf hat vom Ankommen, weil da immer ein kleiner Stromschlag entsteht oder so ein Funke entsteht, sage ich einmal. Und dann kann das schon schmutzig werden, kann man das eigentlich dann ganz einfach herausnehmen und reinigen. Und zusammengeschraubt wieder ganz einfach, so, fertig. Magnettaster ist ja eigentlich sehr wartungsarm, hält eigentlich ziemlich lange oder wisst nicht, wann der kaputt werden sollte. Wenn man den normal bedient, wird der nicht so leicht kaputt und wie gesagt, ist sehr wartungsarm. Gut, das war es eigentlich schon wieder hierzu. Mehr kann ich nicht dazu sagen, aber ich gebe den Akku gleich wieder rein, also Pluspol nach unten und schraube ihn zusammen. Das Leaf wird dann gut gehalten, das kann sich nicht verdrehen, weil beim Krios habe ich ja gesehen, dass das dann immer wieder, wenn man das nicht gescheit zugeschraubt hat oder dass das immer wieder so eine leichte Bewegung gehabt hat, das hat man hier bei dem nicht. So, gut, das war es jetzt eigentlich schon von der Detailansicht vom Crude Mech Mod. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in der großen Ansicht, gell? Also, bis gleich in der großen Ansicht. Ciao, Baba, ciao. So, hallo, grüß euch und zurück in der großen Ansicht. So, na wie ihr gesehen habt, die Sleeves gehen eigentlich ganz einfach zum Wechseln, aufschrauben, Sleeve runter, Sleeve drauf, fertig. Das ist keine Hexerei. Der Magnettaster ist eigentlich ganz einfach und simpel aufgebaut, aber trotzdem sehr gut aufgebaut. Ein Magnettaster ist eigentlich, eh, wie ich gesagt habe, sehr, sehr wartungsarm, da kann eigentlich nichts passieren. Maximal vielleicht den Kontakt ein bisschen reinigen. So, ich dampfe ihn jetzt einmal ganz kurz. Ja, haut super raus. Er liegt auch wirklich gut in der Hand mit dem Crude. Ich habe jetzt eben nur den Sleeve, aber mit dem Crude Sleeve liegt er echt gut in der Hand. Das ist eigentlich schön, schön rau, kann man sagen. Es kann einem nicht davonrutschen so leicht, auch wenn da jetzt einmal ein bisschen Liquid drauf ist. Auch der Magnettaster hat einen schönen Druckpunkt, ist nicht zu leicht, nicht zu schwer. Im Ganzen ist er eigentlich sehr gut verarbeitet und sehr gut gemacht. Sehr einfach und gut gemacht, ja, kann man nichts dagegen sagen. So, einmal dampfe ich noch. Der Durchmesser oben, habe ich eh schon gesagt, ist 24,8 mm. Warum jetzt 24,8? Warum nicht genau 24 oder 25er? Weiß ich jetzt nicht. Wenn ihr seht, der Bonsa hat 24 mm. Passt eigentlich ganz gut. Da fällt der Unterschied eigentlich nicht so sehr auf, weil der Crude selbst an der Ecke auch so ganz leicht goldig ist. Da matcht das ziemlich gut. Den Übergang sieht man dann nicht so sehr. Ich schraube mal ganz kurz am 25 mm Verdampfer drauf. Den Mesh Pro RDA von meinem letzten Video. Kann ich euch links oben kurz einblenden, wenn es euch interessiert. Ist eigentlich auch nicht so schlimm jetzt der Unterschied und passt eigentlich auch sehr gut drauf. Den habe ich eigentlich eh schon mit dem im letzten Video gezeigt. Ist echt ein guter Mesh-Verdampfer. Ich habe ihn aber eh schon sehr gelobt in meinem letzten Video. Gut, ich kann jetzt noch ganz kurz da den Peerless draufschrauben, der was im Ganzen schwarz ist, den Special Edition. Ich finde, da sieht man den Spalt wieder ein bisschen größer oder ein bisschen besser, weil das beim Bonsai eigentlich diese goldene Unterteil, nimmt das eigentlich ein bisschen, dass man das so gut sieht. Ja, passt von mir jetzt nicht so gut drauf, würde ich sagen, aber obwohl sie sich ziemlich ähnlich schauen, finde ich der Bonsa passt besser drauf.
wenn man jetzt in Schwarz hat, weil das goldene Deck unten nimmt eigentlich die Sicht auf den Spalt ein bisschen. Gut, was gibt es sonst noch zum Sagen? Ja, er ist im Prinzip vom Taster her das gleiche Prinzip wie der Krios-Mech-Mod, was im Prinzip der Vorgänger war oder was der Vorgänger oder der ähnliche ist. Er ist ein bisschen größer, weil das Schalter, der Taster unten größer ist als beim Krios-Mech-Mod. Er ist in der Höhe 92,5 mm, das habe ich glaube ich eh auch gesagt, und hat 177 Gramm im Gesamtgewicht. Man kann im Prinzip, wenn man sich den nimmt, macht man eigentlich nichts falsch. Ich habe es eh schon gesagt, er ist wirklich gut verarbeitet. Der Taster liegt gut, also hat einen guten Druckpunkt, er liegt gut in der Hand. Von mir hat er eine echte Empfehlung. Also mir selbst gefällt er sehr gut. Ich habe ihn jetzt schon eine Zeit lang in Benutzung und habe ihn immer wieder mit und habe bis jetzt noch kein Problem dazu gehabt. Gut, das war es eigentlich schon dazu. Man kann über mechanischen Akkuträger nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, gell? Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal und dann bleibt mir nur so viel zum Sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba, euer Joe. Ciao, baba. Tschüss.